Random Night Vlog, die zweite. Was euch erwartet, ich weiß es selber nicht. Aber das erfahren wir zusammen nach dem Intro. Moin moin ihr Landratten, herzlich willkommen zu einem neuen Video von Zing. Und zwar Random Vlog bei Nacht. Jetzt fahren wir mal durch die Reeperbahn. Ich zeige euch mal die Reeperbahn, als hättet ihr es noch nie gesehen. Wahrscheinlich kennst viele berühmte, richtig für die Clubs, Bars, Nachtleben, Rotlichtdistrikt. Wir fahren aber jetzt einfach durch und ihr könnt euch selbst ein Bild davon machen. Ich bin ja hier schon öfters lang gefahren. Ja, eine andere Frage. Warum fährst du Zing so viel in der Stadt? Digga, ich komme aus Hamburg und Hamburg ist nicht hier Beatles-Platz mit den Beatles-Figuren. Und Hamburg ist nicht gerade die kleinste Stadt. Bis ich auf der Landstraße bin, brauche ich relativ lange. Und wie gesagt, zurzeit ist es arbeitstechnisch leider nicht anders möglich, dass ich mal sage, komm, ich fahre jetzt wirklich von morgens bis abends raus und gehe Kurvenballern auf die Landstraße. Deswegen fahre ich zurzeit vermehrt in der Stadt. Ich möchte ja halt euch auch was bieten, Content geben, weil sonst würde ich die Strecke mit dem Auto oder mit Bus und Bahn fahren und gar nicht mal dafür mein Motorrad rauskramen. Ja, rechts von mir, so ich mach mal den Touristenführer hier. So meine Damen und Herren, und rechts von mir seht ihr die Davidswache, die bekannte Polizeiwache hier auf der Reeperbahn in der Davidstraße. Auf den gehe ich jetzt nicht ein. Ist den meisten ein Begriff. Hier Spielbudenplatz. Das Ding ist geil, Leute. Das ist eine LED Außenfassade. Richtig krass geil gemacht. Und vor mir seht ihr die tanzenden Türme. Ja, gab es ja viel Kritik. Dem vielen hat es nicht gefallen. Ich finde es cool von der Umsetzung her. Ich mag solche ausgefallenen Sachen. Ja, dann wollen wir mal von hier wenden und wir fahren die Reeperbahn auch von der anderen Seite aus. Genau, so wollte ich das und nicht anders. Weil jetzt wird gewendet und ich hoffe, dass jetzt kein Blaulicht angeht. Nein, 1, 2 oder 3, ob du richtig stehst, siehst du, wenn das Licht nicht angeht. Hey Mädchen, hast du mich gerade erschrocken. Ich dachte, die stürzt sich jetzt auf die Straße. Ich habe es ja in einem anderen Video gesagt gehabt. Bestes Beispiel, wenn ich hier durch die Reeperbahn fahre oder hier in einer anderen auf der parallelen Straße fahre, da hüpft täglich einer vor die Nase. Deswegen bin ich hier sehr vorsichtig und auch was Glassplitter angeht. Ja, fallen mir noch andere Fragen ein, die ihr öfter stellt? Jetzt bestimmt nicht. Und wenn ich zu Hause bin und die Kommentare wieder durchgehe, sage ich, ah scheiße, Zink, das hättest du auch noch nicht sehen können, Digga. Ach ja, das fällt mir noch an. Leute, ihr schreibt mir relativ viel über Facebook und Instagram. Mittlerweile habe ich auch noch die ganzen anderen Sachen, sei es Snapchat, YouNow, Periscope, was gibt's denn da noch? Ich habe es alles installiert, eingerichtet. Aber ich nutze das alles noch nicht. Ich habe keine Ahnung, wie das geht. Facebook hatte ich zuvor auch nicht. Ich habe es wirklich zeitnah mit dem Channel gemacht. Ja, ihr schreibt mich ja schön eifrig an. Freut mich ja auch. Es ist einfach Hammer, wenn ich sehe wieder 10, 20 Nachrichten. Ich beantworte sie auch. Nur Leute, nur gib mir Zeit. Wenn ich auf der Arbeit bin oder unterwegs bin, kann ich nicht einfach mal mit dem Handy daddeln. Ja, und hier habt ihr bestimmt mal von gehört, das ist Dollhaus hier in der Straße. Strip Club. Und deswegen kann es halt einfach mal dauern, bis ich euch antworte, aber ich werde euch antworten. Tut mir leid, wenn ich nicht auf Sachen gleich antworte, weil da setze ich schon Prioritäten wie: Hey Zink, na? Ja. Da hat einer eine andere Priorität, wenn er... Da haben dann andere Fragen,
erstmal höhere Priorität als einfach mal nah. Deswegen nimmt es mir nicht übel, wenn das alles nicht so schnell geht, und bitte habt doch Verständnis dafür, dass ihr mir dann dementsprechend auch nicht dementsprechend kontaktiert. Fragt gar nicht nach meiner Nummer, die gebe ich nicht raus. Fragt nicht nach Fotos, wie ich aussehe oder ähnliches. Oder 125er, welche ich bekomme Fragen, ich bin 13, ich würde mir für mit 125 anfangen, kannst mir einen empfehlen. Hey, ich bin nie eine 125er gefahren. Du bist 13, geduldige dich noch, du darfst eh nicht fahren. Was hast du davon, wenn ich dir jetzt aktuelle Modelle erzähle, die ich toll finde? Nur aus rein optischen, weil ich weiß nicht, nehmen sie sich was, keine Ahnung. Und ja, und in drei Jahren gibt es wieder andere Modelle. Deswegen macht das alles wenig Sinn. Beachtet bitte all sowas. Da kann ich halt einfach nur euch auf den Weg mitgeben. Bevor ihr auf die Optik achtet, solltet ihr bei Motorradkauf euch auch mal draufsetzen und euch entscheiden, welche Art Motorrad ihr haben wollt. Ob es Naked, Sportler, Chopper oder sonst was sein soll. Ja Leute, das soll es dann mal gewesen sein. In dem Sinne, ich muss jetzt tanken. Wünsche ich euch noch eine angenehme Nacht, Tag, wie auch immer. Ich freue mich, wenn wir uns zum nächsten Video wiedersehen.